Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema BroPages. Liefern Beispiele zu Terminal-Befehlen. Von Main-Pages haben mit Sicherheit auch Linux-Neulinge schon etwas gehört. Aber BroPages? Was ist das? BroPage-Fans von How I Met Your Mother dürften die Anspielung erkennen. Ist ein relativ neues Projekt. Das zu Befehlen keine super ausführlichen Erklärungen geben möchte, sondern einfach und simpel anhand von ein paar Beispielen erklären will, was man wie mit einem Terminal-Befehl machen kann. Zu der Seite bropages.org gibt es auch ein Terminal-Frontend. Denn meistens braucht man solche Infos eben dann, wenn man sowieso gerade im Terminal steckt. Die BroPages sind ein relativ junges Projekt. Demzufolge ist die Installation leider nicht ganz simpel. Für Arch Linux gibt es zwar schon ein Paket, doch unter Ubuntu Debian hat sich das Projekt noch nicht in die Paketquellen oder wenigstens ein PPA geschmuggelt. Von daher hat man gerade unter Ubuntu ein wenig mehr Arbeit vor sich, da die BroPages auf Ruby aufbauen. Und wo die meisten erstmal Ruby auf dem Rechner einrichten müssten. Die Installation der BroPages ist dann aber nach dem ordentlichen Einrichten der Ruby-Umgebung als Ruby Game relativ leicht. Holt euch erst einmal Ruby aus der Paketverwaltung, zum Beispiel mit dem Befehl sudo apt-get install ruby. Anschließend lassen sich in Ubuntu, Debian oder Linux Mint die BroPages installieren und zwar mittels Befehl sudo gem install bropages. Ein Update ist mit sudo gem update bropages möglich. Nun solltet ihr die BroPage zu einer ganzen Reihe von Befehlen aufrufen können. Über bro lassen sich auch weitere Kommandos hinzufügen und Kommandos aus der zuletzt aufgerufenen BroPage hoch- und abstufen. Allerdings müsst ihr euch dazu mit eurer E-Mail-Adresse bei den BroPages authentifizieren. Die geschieht beim ersten Mal, wenn ihr eine entsprechende Aktion ausführt. Zum Beispiel bro. Curl? Oh, was hat es mit curl auf sich? Nun werden ein paar Beispiele angezeigt. Mit Q kann man die Seite wieder verlassen. Füge ein neues Beispiel zu den bro-Pages hinzu und zwar mittels Kommando bro add und dann Kommando curl zum Beispiel. Werte das Beispiel x bzw. y auf oder ab. Das geschieht mit bro thanks, dann Beispiel x bzw. y oder bro no, dann Beispiel x oder y. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!